Axel Kassecker von der FPÖ ist als nächster am Wort. Er ist Sprecher für die Geschäftsordnung. Danke, Herr Präsident, Hohes Haus. Erste Lesung über eine Änderung des Geschäftsordnungsgesetzes, der Geschäftsordnung des Nationalrates. Es ist inhaltlich vom Kollegen Broß schon erläutert worden, worum es geht. Es geht darum, bei parlamentarischen Enquetten auch Bild- und Tonaufnahmen möglich zu machen, was bisher nicht möglich war. Nach meinem Selbstverständnis ist die Funktion einer parlamentarischen Enquete neben dem, was Kollegin Himmelbauer gesagt hat, nämlich sozusagen den interdisziplinären inhaltlichen Austausch von Parlamentariern und Abgeordneten über die Ausschussgrenzen hinweg auf der inhaltlichen Seite, selbstverständlich auch die Komponente der Öffentlichkeitswirksamkeit, also die Komponente des offenen Parlaments, sozusagen flapsig formuliert, Werbung zu machen für den Parlamentarismus. Und in diesem Zusammenhang ist es ja sinnvoll und insoweit sind wir auch sehr gesprächsbereit und offen, ohne jetzt unser Abstimmungsverhalten präjudizieren zu wollen, was denn diesen Gesetzgebungsbeschluss betrifft, und halten diese Initiative grundsätzlich für gut. Axel Kassecker von der FPÖ sieht eine Öffnung der Enquetten auch als Werbung für den Parlamentarismus.